Ob du vloggst oder ob du einfach nur irgendwelche kleinen Filme machst, wichtig ist, neben dem perfekten Bild aber auch perfekten Ton zu haben. Da gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten. Sei es ein passives Mikrofon, was direkt auf die Kamera kommt, oder sei es ein aktives Mikrofon, was direkt auf die Kamera kommt, oder du mit einem Stativ irgendwie hinstellst und da reinplapperst. Dann gibt es natürlich auch Funkstreckenmikrofone wie das hier von DJI, denn ich filme hier gerade mit der Pocket 2. Und dann gibt es natürlich unzählige andere Varianten, die noch verwendet werden können oder die es einfach auf dem Markt mittlerweile gibt. In meinem Fall war jetzt natürlich so ein bisschen die Problematik, da ich auch gerne Interviews machen möchte, wo ich zwei Mikrofone brauche. Und da die Pocket 2 eigentlich meine Hauptkamera ist für solche Geschichten, habe ich ein Problem. Denn an der Pocket 2 kann ich natürlich so ein Mikrofon anschließen und auch nutzen, mit dem Y-Kabel beide Mikrofone auch nutzen, also zwei Mikrofone nutzen. Aber man hätte das Ganze doch schon gerne irgendwie als Funkstrecke. Als Mikrofon mit einer Funkstrecke, mit einem Backup, mit einer langen Akkulaufzeit. Und da gibt es auch wieder unzählige. Ich habe mich aber ganz explizit für eins entschieden. Das Ulanzi AM18. Finde ich, von den Specs her, hat mich das eigentlich am meisten überzeugt. Und man muss einfach dazu sagen, dass der Preis hier absolut stimmt für das, was dieses Mikrofon kann. Ob das Ganze natürlich auch am Ende vom Ton überzeugt, das finden wir gemeinsam raus. Was ich sehr cool an diesem Set finde, ist, dass du zwei Mikrofone hast. Du hast ein Empfangsgerät und das kommt halt auf die Kamera drauf. Oder du könntest es sogar an irgendeinem Halter an der Pocket 2 dran machen. Denn wir haben hier die Möglichkeit, den Ton an unser Endgerät zu übertragen, per Klinke, per USB-C oder Lightning. Das bedeutet, ich kann den an meinen MacBook dran machen, ich kann den an einen Windows-PC dran machen, ich kann das Ganze über Klinke an meiner Nikon dran machen. Ich kann das Ganze an mein iPhone dran machen. Ich kann das Ganze auch an mein Android-Tablet dran machen. Also es ist eigentlich für jedes Gerät nutzbar. Dann haben wir natürlich noch so eine schöne Ladeschale mit dabei, wo du das Ganze einfach reinsteckst und es wird unterwegs geladen. Finde ich sau cool. Und wir sprechen hier von einem Preis von 119 Euro. Das ist wirklich nicht viel für das, was hier mitgeliefert wird. Aber das ganze Zubehör bringt dir natürlich nichts, wenn der Ton nicht stimmt. Und das finden wir jetzt zusammen raus. Und ich würde sagen, dass wir das gute Ding jetzt erstmal auspacken und gucken, was so alles wirklich dabei ist. Ich würde sagen, dass wir es jetzt mal auspacken. Hier mal ein bisschen Papierkram. Brauchen wir nicht. Oh. Ui, oh, fühlt sich gut an. Dann haben wir hier noch das ganze Zubehör. So, dann nehmen wir das hier erstmal weg und gucken uns erstmal hier an, was denn so alles mit dabei ist. Okay, wir fangen hier erstmal an mit so kleinen Plättchen. Ich glaube und vermute, dass das die Magneten sind. Ich bin mir aber nicht sicher, muss ich ehrlich gestehen, da ich so ein Mikrofon jetzt das erste Mal in der Hand habe. Aber ich gehe mal davon aus, das werden wir gleich zusammen rausfinden. Dann gibt es hier diese kleinen Puschel. Das sind die Windschutzpuschel. Sehr gut, direkt mal der Test. Es harzt nicht. Das ist richtig gut. Das Klinkenkabel, das ich einfach beispielsweise das Ganze hier an meinem MacBook dran machen kann oder an meiner Kamera. Dann haben wir hier einmal von dem Klinkenanschluss auf Lightning, dass ich das Lightning, dass ich das Ganze mit meinem iPhone verbinden kann. USB-C auf USB-A, USB-C auf USB-C. Das ist richtig nice, dass du so eine kleine Tasche dabei hast, wo du das Ganze noch mit verstauen kannst. Das ist richtig cool. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Oh, sehr cool. Wirst du direkt begrüßt hier. Das erste, was mir hier schon auffällt, ist, dass dieses Display richtig gut erkennbar ist. Aber dann gucken wir mal so. Da haben wir einmal das Mikrofon. Der schönste Teil, die Folie abzumachen. Da sieht man hier auf dem Display in dieser Ladeschale, wie viel Akku da noch drin ist. Und wenn ich das jetzt hier einlege, dann wird es mir hier auch direkt angezeigt. Das ist natürlich eine sehr coole Sache. Da weiß ich immer, wie voll der Akku ist. Was mir sofort auffällt, ist, das ist unfassbar leicht. Das macht das Ganze natürlich relativ einfach, wenn ich es jetzt an meiner Kamera, mit der ich hier gerade filme, zum Beispiel dran mache. Was auch sehr cool ist,
Das wird ja jetzt auch schon mit Funk übertragen. Das heißt, die zwei Mikrofone sind noch eine Ladeschale und er zeigt mir das hier an. Das ist mal richtig cool. Wir haben ein Touch-Display. Gekoppelt ist das Ganze schon im Auslieferungszustand und man sieht hier auch schon direkt die Empfindlichkeit davon. Zeigt er ziemlich gut an. Die Mikrofone haben hier einfach so einen Clip. Das kennt man halt von allen möglichen Ansteckmikrofonen. Ist schon sehr, sehr gut. Dann gibt es hier noch einen Klinkenanschluss. Das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie als Funkstrecke nutzen möchte und ein Richtmikrofon dran anschließen möchte, was irgendwo steht, dann kann ich es hier einfach drüber anschließen und dann wird das hier über Funk übertragen. Das Ganze wird hier verstaut. Zack, und schon wird das hier weiter aufgeladen. Hier sieht man auch, wie voll diese Akkubox auch ist. Was auch durchdacht ist, dieser Clip hier unten, wie man es eigentlich von dem Mikrofon kennt, damit ihr das einfach irgendwo am T-Shirt dran machen könnt, hat eine bestimmte Breite und diese Breite ist exakt die, um das Ganze hier dran festzumachen. Das heißt, es ist fest an der Kamera. Und hier kann ich einfach mit dem Klinkenkabel das Ganze an der Kamera anschließen und schon habe ich meine zwei Funkmikrofone als Funkstrecke für irgendein Interview oder ähnliches, wenn ich mit der großen Kamera filmen möchte. Den Puschel machen wir jetzt einmal hier an dem kleinen Mikrofon dran. Das Schöne an diesem Puschel ist auch, dass der wirklich fest ist. Das bedeutet, er hat wie so eine Art kleines Bajonett, wie man hier auf dem Video sehen kann. Und es wird einfach eingedreht und dann ist das Ding auch fest fixiert. Soweit so gut. Ich würde sagen, dass wir das Ganze jetzt auch testen. Was ich jetzt auch noch sehe, ist, dass wir hier einmal einen Anschluss haben, damit ich meinen Klinkenanschluss hier anschließen kann, um das Hauptteil einfach an dieser Kamera mit anzuschließen oder an der großen Kamera. Ist normal Klinke auf Klinke. Daneben habe ich noch einen Klinkenanschluss und das Ganze ist für einen Kopfhörer. Dass wenn du beispielsweise derjenige bist, der an der Kamera hängt und ihr habt da zwei Leute, die gerade ein Interview führen, dann kann derjenige den Ton sofort kontrollieren und gegebenenfalls sogar auch runterregeln. Saustark mit dem kleinen Display und ich würde sagen, dass wir das Ganze jetzt auch mal testen. Wir haben jetzt einmal das DJI-Mikrofon. Okay, jetzt ist das Mikrofon auch wirklich an der Stelle, wo es auch so tatsächlich sein soll. Und wenn ich mir jetzt auf dem Hauptgerät angucke, ich bin jetzt bei einer Tonverstärkung von plus 2. Und hier sehe ich schon, dass der Regler ziemlich weit hochsteuert. Auf dem kleinen Display der Kamera sehe ich allerdings, dass der ja schon etwas über die Mitte geht. Das Schöne ist, man kann natürlich hier alles einstellen, man hat aber auch die Möglichkeit, das Ganze hier an dem Mikrofon einzustellen. Das heißt, man hat hier Tasten plus minus, das Ding kannst du an- ausschalten. Und dann gibt es hier noch eine Taste, da müsste ich mal rausfinden, was das genau ist, aber ich denke mal, das ist zum Koppeln. Ansonsten war es das eigentlich. Ich finde es sehr schön, dass man auf diesem Display erkennen kann, dass wir einmal die Empfangsstärke haben, dann welches Mikrofon das Ganze ist, die Akkukapazität und natürlich auch den Pegel, dass wir den da sehen können. So kann derjenige, der darauf ein bisschen die Kontrolle hat, beispielsweise wenn wir es an der großen Kamera dran haben, dass derjenige auch immer sagen kann, okay, da muss ein bisschen runtergesteuert werden oder nicht. Derjenige, der auch dieses Empfangsteil hier in der Hand hat, der hat auch die Möglichkeit, per Knopfdruck hier das Ganze stumm zu schalten. Im Großen und Ganzen starkes Ding. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt erstmal zu dem anderen Mikrofon nochmal zurück, damit wir noch ein bisschen was zu den technischen Specs erzählen können. Das Mikrofon an sich hat vier kleine Statuspunkte. Das erste beinhaltet im Prinzip nur die Info, dass das auch geladen wird. Das zweite ist der Pairing-Modus. Das dritte bedeutet, dass das Mikrofon aktiv ist. Und bei dem vierten habe ich tatsächlich eben gesagt, dass das eventuell fürs Pairing ist. Ist es allerdings nicht. Denn wenn ich es einmal anklicke, dann erscheint der rote Punkt hier. Und das bedeutet, dass der interne Speicher von diesem Mikrofon genutzt wird, dass wenn die Funkstrecke beispielsweise abbrechen würde, dann haben wir die Möglichkeit, als Sicherheitskopie das, was das Mikrofon normalerweise per Funk überträgt, wird hier auf dem Mikrofon auch gespeichert. Und nein, der Speicher reicht nicht nur für ein paar Minuten, sondern wir können hier tatsächlich 14 Stunden in der Funkstrecke aufnehmen und 5 Stunden intern pro Mikrofon. Dadurch, dass ein USB-C-Anschluss an dem Mikrofon auch noch vorhanden ist, lässt sich das Ganze einfach am Computer ankoppeln und dann ist es ganz normal, wie wenn man eine Speicherkarte einlegt, dass man das Ganze als Daten mit auf den Rechner ziehen kann. So, wir haben die rote LED hier an und es wird trotzdem der Pegel angezeigt. Das heißt,
So lässt sich das Ganze irgendwie für ein Interview oder irgendwelchen Geräuschen, Aufnahmen, whatever, lässt sich das Ganze auch extern nutzen, ohne dass du irgendein weiteres Gerät benötigst. Das heißt, der Internetspeicher wird hier genutzt und die Aufnahme ist da. 5 Stunden Gequatsche passen drauf. Super stark. Also, wir fassen jetzt einfach noch mal kurz zusammen. Wir haben eine Akkukapazität in dem Gehäuse von 1000 mAh, was relativ viel ist und auch absolut ausreicht, um die beiden Mikrofone und das Hauptteil mehrfach aufzuladen. Das Ladegehäuse ist in 2 Stunden aufgeladen. Das ist jetzt nicht unbedingt so schnell. Für 1000 mAh ist das schon relativ langsam, aber das ist im Prinzip egal. Das Hauptteil, der Empfänger, hat eine Kapazität von 6 Stunden Betriebszeit, was auch recht viel ist, muss ich sagen. Und die zwei kleinen Sender haben hier auch nochmal eine Betriebszeit von 14 Stunden. Und wenn ich die interne Speichermöglichkeit nutze, bin ich bei 5 Stunden. Die Funkübertragung zwischen den zwei Sendern zu dem Empfänger ist tatsächlich im freien Raum bis zu 100 Metern. Das bedeutet, also man muss einfach sozusagen, keiner benutzt 100 Meter. Das ist aber mit Absicht so gewählt worden, damit in den kleineren Distanzen die Empfangsqualität oder die Empfangssicherheit sehr hoch gegeben ist. Macht nur Sinn, die Empfangsstärke da relativ hoch anzuwählen, damit man auch immer eine Sicherheit hat, dass es auch funktioniert. Wenn man sich nicht sicher ist, macht man einfach die interne Aufnahme noch zusätzlich an und dann ist man sowieso auf der sicheren Seite. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr ganz so viel zu sagen. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr cooles Gesamtpaket, was du mitschleppen kannst in dieser kleinen Tasche. Saustark. Eine Sache finde ich wirklich schade, aber das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau. Und zwar das Case, super cool. Aber wenn dieser kleine Puschel dran ist, der eigentlich auch sehr wichtig ist, wenn der hier dran ist, dann bekommt man den Deckel leider nicht zu. Ist im Prinzip aber auch egal, weil wir haben den tollen Beutel hier. Dann kommt das Ganze einfach hier rein. Die zwei Puschel dazu und mitnehmen. Ich hoffe doch sehr stark, dass ich dir mit diesem Video ein bisschen die Kaufentscheidung entnehmen konnte oder einfach dir ein bisschen weiterhelfen konnte. Und wenn du nochmal sowas sehen möchtest, lass ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.